der stolze Besitzer eines neuen Morelo 85L. Er ist in der Werkstatt, er kriegt eine Standheizung nachgerüstet. Du bist eine Woche jetzt hier, stell dich mal kurz vor. Mein Name ist Markus Meinschein. Ja. Und habe jetzt das Reisemobil seit August, habe auch sogar einen Film gemacht dazu und bin jetzt hier, weil ein paar Sachen nachgearbeitet werden müssen. Ja, zeig mal, du hast eine GA5. Genau. Das ist dein Arbeitswerkzeug mit fünffach Stabi und allem drum und dran. Tolle Kamera. Ja, total begeistert, weil der 4K, das merkst du einfach, die Qualität. Genau, die macht sogar, ich glaube, die macht sogar 60, gell? Ja, die macht sogar 60. Ja, 4K 60, also wer sich auskennt, 60 Bilder pro Sekunde. Das ist dein neues Spielzeug. Warum jetzt Morelo? Wegen dir, mein lieber Sven. Echt? Das ist kein Witz? Du bist echt schuld dran, ja. Du hast diese Videos gemacht in der Produktion und hast mich da total begeistert und auch für die Qualität überzeugt. Und dann habe ich dann selber Kontakt aufgenommen mit Morelo und dann ging jetzt das eine zum anderen. Und jetzt haben wir auch einen. Was ist dein normaler Job? Du filmst gerne, zum Beispiel Fahrzeuge, Tesla. Genau, Tesla Markus ist mein YouTube-Name und die Elektromobilität begeistert mich schon seit 5 Jahren und deshalb mache ich Videos dazu. Früher war ich ganz alleine unterwegs, mittlerweile sind ein paar dazugekommen. So, jetzt kommt die Standheizung rein, da haben wir rausbekommen. Die funktioniert sogar, wenn die alte mal kaputt gehen sollte, aber dafür ist sie ja gar nicht da, sondern sie ist dazu da, wenn du mal länger stehst, dann kannst du Diesel benutzen. Genau, und zwar, wir wollen ja auch viel in Skandinavien herumfahren, auch mal im Winter. Und es ist einfach dann eine Garantie, dass du trotzdem irgendwie mal heizen kannst, wenn mal die alte ausfällt. Und da hattest du ein Video dazu gemacht und erklärt, wie das funktioniert. Und ja, deshalb habe ich das auch einbauen lassen. So. Oder bestellt, ja. Eingebaut ist es ja jetzt erst. Du glaubst gar nicht, was ich mit der Standheizung normalerweise mache. Heizen. Lüften, du tust lüften. Nee, ich tue auch lüften, aber ich mache was ganz anderes. Ja. Wenn ich dusche, mache ich die mal kurz an für 20 Minuten auf Vollgas und erheize den Raum auf Saunatemperatur, also so auf 28 Grad. Nee, das ist bei mir so, also ich dusche danach übrigens kalt, also ich dusche erst warm, dann kalt, aber dann will ich schön warm haben, weißt du, so ein bisschen Sauna-Look mit allem drum und dran, dann machst du die an und die hat so viel Power, dass die zusätzlich zur Alte dann über die Luft den Raum in, keine Ahnung, in Sekunden wirklich warm macht. Wir haben letztes Mal gedreht mit meiner Frau, da war kalt, waren 5 Grad drin, du machst die an, du hast in 10 Minuten, weil die alte ist doch ein bisschen träger. Mhm. Okay, gut, das werde ich ausprobieren, weil ich bin auch Sauna-Fan. Ja, so Sauna ist es nicht, also das ist ja, ja, jetzt hast du dir einen 85er geholt, die Qual der Wahl, das ist ja oft ein Problem mit der Länge. Was hat dich denn entschieden, das Fahrzeug jetzt zu nehmen? Ich war eigentlich auf Loft. Aber letztendlich ist das immer nur 20 cm länger und dafür hast du dann wesentlich mehr Platz. Es war eine schwere Entscheidung, weil ich wollte eigentlich nicht so groß werden. Und wir sagen uns, wir probieren das jetzt mal aus mit den Stellplätzen, ob das funktioniert. Ansonsten würden wir auch wieder kleiner werden wollen. Aber bis jetzt haben wir keine Probleme gehabt, unterzukommen. RA, was ist das? Rastatt. Rastatt. Also die Norddeutschen sagen ja Rastatt. Also, echt, sagen die das? Die sagen das, Rastatt. Ja. Man sagt SWR3, sage ich nur. Das ist SWF3 war es ja früher. Genau. Ja. Ja, Rastatt. Genau, ich bin in Gersbach aufgewachsen im Schwarzwald und dann sind wir mal weggezogen an den Niederrhein. Ja. Und da haben wir dann kennenlernen dürfen, wie halt die unterschiedlichen Dialekte sind in Deutschland. Und unsere Kinder haben richtig schön badisch gesprochen und wo wir dann im Niederrhein waren, ging es dann mit Niederrheinisch weiter. Ja. Und die haben also umgeschaltet von sofort in die andere, Sprache sozusagen. So, wir sind in der Werkstatt bei Morelo. Du hast dich für die Jumbo-Felgen entschieden, für die Kappen. Genau. Die sehen auch schick aus. Die sehen auch schick Trucker aus. Ja. Ja, und sind auch etwas günstiger als die Alufelgen. Ja, so ein paar tausend Euro. Ich glaube 5000 Euro günstiger. Du, Morelo ist ja so flexibel. Wir haben ja das noch so oft umkonfiguriert, das Fahrzeug. Okay. Und da waren auch ursprünglich auch mal Alufelgen drauf, weil der Händler, der mag Alu. Und wir waren dann nochmal hier und haben uns diese Stahlfelgen angeschaut und durften also nochmal umkonfigurieren. So, was hast du drin an Lithium? 3 Stück. Genauso wie ich? Ja. Ja, ist alles kopiert. Ich krieg noch eine 4. jetzt. Wobei ich nicht wusste, dass du 3 hattest. Also so weit waren wir doch nicht mit dem Kopieren. So, hast du aber viel mehr Solar drauf als ich. Ja, 6 Stück. 6 Stück. Ja. Ich habe nur 2. Nee, ich habe 4. Stimmt gar nicht. Ja, das kommt von der Elektromobilität, weil es kommt ja dann auch ein Beiboot sozusagen dazu. Aber das heißt, du lädst da mit dem Tesla? Möglicherweise. Wird eng. Ich weiß, ja. So viel ist es dann auch wieder nicht. So, jetzt ist der Backofen ist ausgefallen. Es kann immer mal beim neuen Fahrzeug ein bisschen was passieren, so ein bisschen Burn-In. Ist ein bisschen anders wie bei Tesla, denn du hast ja ein Haus auf Rädern, muss man fairerweise sagen. Ich weiß, warum es nicht aufgeht, ich kann es dir sagen. Ich weiß, das ist, nach der Zündung schaltet es aus mittlerweile. Ja, so. Und das ist im Prinzip ein Sicherheitskriterium, dass du hinten an das Teuerste, was dran ist, kommst du nicht so einfach ran, ja.
Es hat mich schon ein paar Mal. Du hast auch eine Fernbedienung hierfür? Ich habe auch eine Fernbedienung dafür. Warte mal, ich kann nicht. Nee, habe ich gar nicht dabei. Hast nicht dabei. So, aber da ist ein Schalter drin. Das heißt, du hast so die Zentralverriegelung hast du auch bestellt. Ja, weil ich habe so viel Fernbedienung bekommen, ich blicke gar nicht mehr durch. Also das ist unglaublich. Ja. Ja. Also es wäre natürlich cool, wenn man so eine Gesamtfernbedienung hätte, wo man die reinmachen könnte. Ja. Also man müsste mit eigentlich einem 3D-Drucker so eine Aufnahme machen, wo die alle drin sind. Genau. Ich habe mir die angeklettet, die ganzen Fernbedienungen. Ja. Ich habe auch eine jetzt angeklettet, die ich jetzt kenne. Ja. Das ist die von der Markise oben. Da habe ich noch drei rumliegen, wo ich nicht genau weiß, wie die funktionieren. So, wenn du so lieb bist, mach mal auf. Mhm. Gucken wir mal rein. Denn die ganzen Klappen sind beim Palace ja größer als beim Loft. Das ist auch nochmal ein Argument. Du kannst Stauraumsysteme einbauen. Nee, du musst einmal anmachen, nochmal auf, dann der Klassiker. Warte, ich helfe dir mal. Ja, ich weiß es. Liebe Morello. Immer 2-3 Sekunden warten. Dann jetzt auch. Und dann ist das Beiboot drin. Das Beiboot, was hast du? Gekauft. Ein E-Bike. Genau. Also notdürftig irgendwie angeklettet hier. Ich habe Airline-Schienen, habe ich mir rechts reingemacht und habe das dann mit einem Puffer festgemacht. Ich habe im Dezember habe ich einen Termin bei Schmitz Reisemobil in Sprendlingen, die hier hinten dann ein Boxensystem reinbauen, ein sehr flexibles und auch zusätzlich dann so ganz minimalistische Fahrradbefestigung. Ja, bei mir steht jetzt gerade ein Roller drin, ein 125er. Mhm. Ja. Und mach das jetzt ja die Garage. Ist das groß genug für dich? Ja, also wenn die nicht groß genug ist, weiß ich auch nicht. Das Einzige, was ich verpasst hatte, bei Morello sind es 250 Kilogramm maximale Belastung. Man kann es auch auf 350 machen, aber das ging dann nicht mehr. Das wollte ich nochmal ändern, dass man verstärkt wird. Ja, aber das geht alles aufs Gewicht. Also das Problem ist, du bist hier schon immer, wenn du den Schirm voll machst, an der Grenze. Was hast du Zuladung noch? Weiß ich nicht genau. Ich muss nochmal die Wiegekarte anschauen, aber eine Tonne bestimmt. Mhm. So, der ist nämlich nicht ganz so lang wie meiner und deswegen hat er mehr Zuladung. Aber das fällt wahrscheinlich gar nicht so sehr auf, weil ich glaube, die Küche ist ein bisschen kürzer und. Nein, auch nicht. Das ist exakt wie deiner. Ja, ich habe nur den einen Schrank nicht, den du noch drin hast. Ja, das war bei mir wichtig, weil ich ja viel filme, dass ich nur einen Schrank mehr habe. Das macht der 90er. So, jetzt hast du was ganz Tolles bekommen. Ich zeige es mal gerade. Dank der Pandemie hast du statt einen 120 Liter einen 150 Liter Gastank bekommen. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich darüber glücklich sein soll, weil der wiegt ja um einiges auch mehr. Ja, aber das Geile ist, du bist autark vor dem Herrn, oder? Ja, das stimmt. Boah, ist das Teil groß. Da kannst du ein U-Boot mit betreiben. Ja, das Problem ist jetzt nur, dass normalerweise der Abfüllstutzen hier von der Abwasseranlage, der wäre nach links gesetzt worden und nach unten. Und jetzt haben die den so schräg gemacht. Ja. Erstmal, weil dieser Tank anscheinend sehr groß ist und zum Zweiten, weil da dieser Druckluftanschluss gelegt wurde. Ja. Und das war jetzt auch ein Grund, warum ich heute hier bin, dass das verlegt wird. Warum? Nach vorne, weil das ist, wenn man hier das Rohr anschließt, kann man die Klappe nicht mehr zumachen. Und dann, wenn man das hier oben aufmacht, dann scheuert das aneinander. Ah, okay. Also. Luxusproblem, aber geht. Und da vorne ist der Tankanschluss? Genau. So, da kam bei dir der Filter auch mit? Genau, kam auch mit. Ich habe aber noch nicht tanken müssen, weil wie du auch schon gesagt hast, da ist ewig Gas drin. Ja, hält wirklich. 35% jetzt. Der hält lang. Also du tankst einmal, was geht da rein? 50 Euro, 60 Euro? Keine Ahnung, habe noch nicht getankt. Der war ja voll, wo ich ihn bekommen habe. Stimmt, das heißt, du hast die Übergabe gebucht. Ja. So, darf ich mal reingucken oben drüber, wie das ist bei dir? Warte mal, da mache ich mal das zusammen. Genau, leg mal die Kamera weg. Die wird hier nicht geklaut bei Morello. Ja. Die Franken sind alle ehrlich. Die würden auch niemals eine GA5 klauen. Höchstens meine. Ah, hast du ein cooles. Das ist das. Ich habe den Faltschlauch, habe ich bei mir geholt, 20 Meter. Aber das ist auch cool. Wenn du mir das mal zeigst, was ist das? Das ist normal im Baumarkt, kriegst du das. Von Gardena. Gardena. Vorteil ist gegenüber einem Faltschlauch, dass du halt eben nicht so viel Druck dagegen hast, weil durch den Faltschlauch musst du sich erstmal den Druck reduzieren. Und da habe ich dann hier. So sichert sich das gegenseitig, dass kein Wasser rauskommt. Mhm. Und ja. Ich habe mir den Faltschlauch aus einem anderen Grund geholt. Antibakteriell und es bleibt kein Wasser drin. Das ist, bei dem bleibt ja immer so ein bisschen Restwasser bleibt ja drin und das ist so, das ist die bessere Lösung, weil der Faltschlauch, den musst du ganz ausfalten, sonst kriegst du es nicht raus. Und bei dem, was hat der für ein Volumen? Wie lang ist der? Der Schlauch, keine Ahnung. 15 Meter, glaube ich. 15 Meter. Also was ich noch eingebaut habe hier, was Besonderes, ist ja hier diese Frischwasserzufuhr über einen Schlauch. Ja. Das heißt, ich kann jetzt hier auch mal später mal einen Filter dran machen. Ja. Oder was ich auch gedacht habe, ich brauche das machen Festeinbau. Dafür habe ich auch schon einen Termin. Ja. Beim Hühnerkopf.
dass ich dann hier auch das Frischwasser filtere, wenn ich reintue, reinpumpe. Also das ist auch, muss man extra, kann man, gibt es so eine, ja, sag ich jetzt lieber nicht. Ja, sag's. Gibt es eine Sonderpreisliste bei Morelo, wo man das noch dazu buchen kann. Okay, das heißt, du kannst da direkt Frischwasser per Druck zuführen. Genau. Das läuft denn über, wenn es voll ist, oder? Ja, das läuft doch normal über, ganz normal. Und hier ist noch ein Kabel vorbereitet von Morelo, auch für dann das UV-Licht, für die UV-Lichtbestrahlung. Wenn man dann das aus dem Tank rausnimmt, das Wasser, dass das keimfrei wird. Okay. Problem ist bloß, der liegt eigentlich hier falsch, der müsste eigentlich da liegen. Ja, gut. Aber gibt ja Schlimmeres. Was ich toll finde, ist die Umpumpfunktion hier. Die habe ich weggelassen. Ja, und zwar. Ich habe sie nie gebraucht. Aber der Abwassertank ist ja so schnell voll. Und du hast den Fäkaltank, der ist nicht so schnell voll, außer du hast ein Verdauungsproblem. Und dann kannst du immer mal wieder vom Abwasser in den Fäkaltank umpumpen und kannst länger stehen. Ja, ich hab's ja gehabt im letzten und muss sagen, ich hab's nie gebraucht. Was ich, wo ich ein Problem hatte, war hier mit den Drucksensoren. Das muss ich selber nochmal neu programmieren. Und ich hab's auch nur auf dem Abwasser und Frischwasser, auf dem Fäkaltank habe ich es nicht drauf. Okay. So. Tja, gute Lösung. Das heißt, du hast es gemacht. Was hast du da drin? Gas? Habe ich abgeschlossen? Nein, habe ich was anderes drin. Ich mach mal schon mal den Schlüssel. Mach mal auf, eine Waschmaschine. Der Fuchs hat er sich eine Deo Mini eingebaut, wahrscheinlich. Das ist übrigens seine Kamera hier. So sieht übrigens so ein Serviceplatz aus von Morelo. Mit den Wirt-Drückern, jede Menge Schrauben. Jetzt habe ich aber die Überraschung schon weggenommen. Das ist, mach mal auf. Ist ja noch was anderes drin. Was ist denn drin? Meine Arbeit ist drin. Deine Arbeit. Aber hier ist es vorbereitet von Morelo schon selbst. Der Gaskasten ist gar nicht ausgebaut worden als Gaskasten, sondern es ist also nicht diese Abläufe drin. Hier ist der Frischwasserzufuhrschlauch, das Abwasser und der Strom. Für die? Für die Waschmaschine, die hier reinkommt. Für die Waschmaschine. Genau. Und jetzt habe ich so als Lager für meine Getränke. Ich nehme an, du bist auch der Vertreter für die Getränke, oder? Nee, ich produziere, also ich lasse die produzieren. Das sind deine eigenen? Nein, nicht meine eigenen, aber ich arbeite für diese Firma und eine amerikanische Firma. Cool. Das ist mit oder ohne Zucker? Ohne Zucker. Okay, und das... Gerne mal probieren. Ja, muss ich gleich. Mach ich gleich. Ich liebe Energy Drinks. Ich verkaufe die nicht, also ist auch jetzt... Man kann die auch in Deutschland nicht kaufen, außer jetzt bei Amazon. Doch, kann man kaufen, ja. Achso, die gibt es nur in Amerika, oder wie? In Amerika. Und in Skandinavien. In Skandinavien. Ja, das sind jetzt auch die skandinavischen. Cool. Ich bin schon jetzt total geflasht von dir, was du alles kannst. Mach mal gerade da vorne auf, nächste Klappe. Kleine Roomtour hier bei dir. Ja, ich habe ein bisschen umräumen müssen, weil die Garage ein bisschen frei machen, dass ich mit dem Fahrrad da zurechtkomme. Das wird hier auch so bleiben, dass wir das hier so ein bisschen als Kuddelmuddelfach nehmen. Und von der anderen Seite möchte ich noch eine Außenküche reinbauen. Und so, zwar du auf kannst elektrisch, ja. Auf elektrisch. Ja, ich habe hier so ein Auszugssystem mit mir reinbauen lassen. Das geht auch. Also es ist jeder, wie er will. Auf der Seite nicht. Da will ich eigentlich mehr so nur stapeln irgendwie. Das Problem ist, wenn du unglaublich viele Boxen hast, dann machst du unglaublich viel Mist rein. Und dann irgendwann ist das Auto, du glaubst gar nicht, wenn du so ein Auto mal entlädst, was da rauskommt. Ja. Ich habe schon, das ist mein drittes jetzt. Ja. Ich habe schon mal zwei ausgeräumt, also ich weiß, um was es geht. Was alles rausgeht, oder? Das ist unglaublich, ja. Da findest du Sachen. Ich habe auch dieses Ding hier das erste Mal sauber gemacht, wo ich meinen alten verkauft hatte. Ja. Da war also so dick Staub drin. Ja. Das hier ist übrigens eine kleine Seuche im Winter, wirst du noch merken. Da läuft das Salz rein. Das ist nicht schlimm, aber das ist so, die neuen sind jetzt von oben. Ja, hast du vielleicht gesehen. Ach ja, genau. Ja. Wobei. Nee, das macht nichts. Ich sag, ist gar nicht schlimm. Ich sag nur, das ist da, also euch nicht wundern, das ist ja eh kein, normales, das ist glaube ich Druckguss. Und das läuft irgendwie, da läuft Salz rein. Schreit nicht auf Morelo, es schadet nicht, aber es sieht nicht schön aus. Okay. So, jetzt. Warte mal, zeig mal, ey, was du alles hier eingebaut hast. Du hast ja, kennst dich ja richtig aus. Dank deinen Videos. Echt? Warte mal, ich zeig mal, du hast so viele andere Sachen drin. So, jetzt wird hier gerade geschafft. Hier vorne hast du die Klappen. Was hast du für eine Hubstützenanlage? Ja, noch die EP, glaube ich, ist das. Die EP. So, jetzt gehe ich mal rein. Dann reicht. Du hast das helle Holz. Ja.
Ja, wirkt natürlich größer, muss man schon sagen. Da ist kein Hubbett drin, das schafft auch nochmal Raum. Genau, im letzten hat man noch Hubbett drin gehabt. Unsere Tochter hat ab und zu mal bei uns geschlafen und auch unser Sohn. Aber das war vielleicht zweimal im Jahr. Und da verschleppt man das Hubbett rum. Ja, also ich bin immer mehr ein Fan vom Alkoven, muss ich sagen. Also das, denn ich nutze den Raum da vorne überhaupt nicht. Also ich nutze eigentlich quasi nur noch das hier, das. Und das Ganze schafft dann ein bisschen Raum hier vorne, aber so nutzen tue ich ihn nicht. Also selbst wenn du drehst, ich drehe die immer, damit der Raum größer wird, aber ich nutze ihn nicht. Das ist so eine Sache. Aber ich denke, wenn die Leute Dauercampen das drehen, die nutzen das dann auch. Viele, die Dauercampen, kaufen sich nicht die Barversion, so wie hier, sondern kaufen sich einen Mitteltisch, der absenkbar ist, dass sie das so ein bisschen als Netflix Lounge-Funktion machen kannst. Du hast einen Hund? Ja, genau. Der liegt dann hier drunter. Wo ist der? Genau. Der ist aber klein. Ja, das passt noch gerade so. Aber wir sind gerade dabei, ein richtiges Bett zu bauen. Nach Maß auch ein bisschen größer noch, weil sie hat starke Rückenprobleme, ist jetzt 10 Jahre alt, die Mali. Ich habe die Lautstärke des Autos habe ich um knapp 11 dB gesenkt. Mhm. Weißt du wie? Wie? Ich habe da vorne was reingelegt, da wo du nichts hast. 11 dB. Das heißt, das Ding ist so leise, dass du dich flüstern unterhalten kannst. Ich kann sie gleich mal anmachen. Okay. Dann kann ich ja auch mal eine Bauanleitung geben, wie es geht. Ist zwar nicht, ja, ist zwar nicht das Schönste der Welt, aber es ist so leise geworden, dass du, wenn du fährst, es nicht mehr hörst. Okay. Das ist also, hat selbst die Firma Meyer Fahrzeugbau hat sich ganz erstaunt gezeigt. Okay. Weil 11 dB ist ja schon eine Menge Holz. Dann die Tischfarbe. Hell, alles hell. Wir lieben hell. Aber das ist ja auch so eine Entscheidung. Welche Tischfarbe nehme ich? Damit fängt es dann an, oder? Eigentlich nicht. Machen wir schnell. Hat meine Frau natürlich gemacht. Das ganze Farbending. Ist der Vorname von deiner Frau? Annette. Genau, aber wir waren beim Herrn Löhner nochmal. Wir haben ja erzählt, wir haben helles Holz genommen. Mhm. Und wir hatten laut Händler dieses Beige, diese Sahne bestellt gehabt. Ja, ja. Und dann kam der Löhner auf uns zu sagen, Gottes Willen, lass doch diese Sahne raus. Das beißt sich mit dem hellen Holz. Ja. Und dann haben wir noch auf Off-White umgesattelt. Und das Off-White passt auch viel besser zu diesem Tisch hier. Ich weiß gar nicht, was ich habe. Du hast Sahne. Ich habe Sahne, ja. Aber du hast das dunkle Holz, dann passt ja, das. Ja, da passt das, die Sahne. Aber nicht im hellen Holz, das beißt sich. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich in dem neuen Auto überhaupt noch ein helles Polster nehme. Ihr könnt ruhig reinkommen. Kommt rein. Nicht, dass ich fertig werde. Ich hole gleich eine Zeitung hoch. Nee, keine Angst. Es guckt eh keiner, den Kanal. Genau. Unbedeutender Kanal. Ach. So, abnehmbar das Lenkrad. Nein, nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht? Nein. Warum nicht? Bei der Barversion brauchen wir das nicht. Weil das ist einfach nur die Fußauflage, wenn man Fernsehen guckt. Ja. Für den Sitz hier auf dem Beifahrersitz. Und ansonsten. Ach, Fernsehen hast du auf der Seite gemacht. Seite, ja. Zeig mal. Ist es schon der große? Ja, es gibt ja jetzt den 50 Zoll, den die einbauen. So groß ist er nicht. Ja. Ja, den gleichen habe ich auch. 32. Ja. Der ist doch schick. Ich habe den auf der anderen Seite. Also ich bin immer hier und lege dann die Füße hier drauf. Das ist, das ist anders, jeder macht es anders. Aber wir gucken meistens nur Netflix und YouTube. Also der Vorteil ist, wenn du mal bei mir reinguckst, dann wirst du sehen, ich habe mein Kalkkissen gekauft im Internet. Ein ganz geiles. Das passt genau da rein. Okay. Da kannst du das Kissen wegnehmen, machst das Kalkkissen rein und dann hast du Kindergeburtstag. Klasse. Warte mal, ich zeig mal eine ganz starke Besonderheit. Du hast dir einen Zugang zum Tank geschaffen. Genau. Das gibt's normal nicht. Genau, ist auch so eine Sondersache. Man kann jeden Tank offenlegen, auch die Abwassertanks und Fäkaltank. Aber ich wollte einen Frischwassertank haben, dass ich mal zumindest mal reingucken kann oder mal sauber machen kann von oben. Und jetzt am Anfang, wenn ich noch nicht diese Wasserreinigungsanlage habe, habe ich jetzt da mein Silberkissen drin. Dein Silberkissen. Und da bist du, glaube ich, der Einzige. Niemand hat das. Ich habe das, ja. Ja. Bin damit sehr zufrieden. Ganz ungewöhnlich. Das heißt, du hast keine Fußbodenheizung? Doch. Doch. Die haben die drum umgelegt, oder? Ja, genau. So ab Werk kann man das machen lassen. So, dann hast du, wir müssen mal da vorne anfangen. Du hast viele Sachen, die ich nicht habe, die ich gerne hätte, wenn ich es nochmal bestellen würde. Denn, warte, lass mal kurz mal gucken, was du alles hast hier. Du hast eine Rückfahrkammer von der Matic? Die auch dauernd das Rückbild zeigt. Ja. Ich wollte das nicht hier haben, das ist mir einfach zu blöd. Ja. Die sieht aus wie ein Rückspiegel, ja. Genau, das ist ja wie ein Rückspiegel. Ja. Dann habe ich das Fahrwerk mit dem Komfort und so. Ist das gut? Sehr gut. Also es fährt wie auf Schienen. Und das ist ein Unterschied, wenn du da drückst oder wie? Ja. Auf jeden Fall, definitiv. Es sind drei Stufen, Komfort, normal und sportlich. Mhm. Und man merkt so, man ist so dieser Popo-Indikator. Weißt, wenn er so ein bisschen hin und her schaukelt, man merkt so ein bisschen das Fahrwerk schwimmen. Wenn man es auf Komfort hat, wenn man es dann auf Sport drückt, dann wird es zwar härter, aber dieses komische Vibrieren in den... Ich sag Popo-Schaukeln dazu, ja. Mhm. Da, das hast du dann weg. Also es macht schon was. Und es macht auch die Ventile zu, wenn man steht. Also das Ganze ist ziemlich
Stabil. Stabil. Das heißt, du hast keine Hufstütze mehr. Doch, auch. Doch, hast du auch. Aber die hätte ich jetzt nicht mehr genommen. Die hättest du gar nicht gebraucht, oder? Nee, brauche ich nicht, weil ich stehe ja eh meistens irgendwie gerade. Und wenn ich so schräg ist, dass ich die Hubstützenanlage brauchen würde, hätte ich Angst, die auszufahren, dass es Wohnmobil kippt oder so. Keine Ahnung, das ist so ein komisches Gefühl von mir. Aber im Grunde brauche ich die nicht. Wenn du eine Luftfederung hast, reicht das. Hast du die Leistungssteigerung schon drin? Habe ich schon drin, ja. Ja, und? Hat es gebracht? Ja, hat es was gebracht. Ist das gut? Ja, auf jeden Fall. Was bringt das so in der Praxis? Er sagte, 40 PS hat es mir gebracht. Ja, aber so beim Fahren? Und beim Fahren Drehmoment, 100 Newtonmeter Drehmoment. Mehr? Mehr. 100 Newtonmeter? 100 Newtonmeter, oder waren es 90, egal. Aber ist eine Welt. Das ist schon eine Welt, ja. Und du merkst das, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay, das heißt, der dreht aber trotzdem ja gleich im letzten Gang, oder der nicht? Der dreht gleich im letzten Gang, aber er hat mehr Kraft. Und er muss nicht berghoch so schalten. Ja. Das heißt, berghoch schalte auch nicht? Nee, ich mache dann sowieso, wenn er dann blöd anfängt zu schalten, mache ich manuell und lasse den höchsten Gang drin. Oder schalte auf den siebten runter. Das ist cool. Ja. So, lass mal gucken, was hast du denn hier noch Feines? Das sieht alles ähnlich aus wie bei mir. Genau. Solar. Nichts Besonderes. Dann hast du eine Alde drin mit Elektropaket. Eine Sattanlage, die ich übrigens noch nie benutzt habe. Auch ganz selten. Da vorne ist noch was, das habe ich nicht. Da links unten. Das ist die Umpumpfunktion. Die Umpump, ja. Okay. Wird jetzt aber nicht gehen, weil ich habe kein Abwasser drin. Ah, das merkt er. Ja, Gott sei Dank. Cool. Und einen Gasalarm habe ich noch drin. Gasalarm, den habe ich rausprogrammiert. Ja. Kannst du aber auch ausschalten, denn ist er nicht eingeschaltet, also dann macht er einen Fehlalarm oder sowas. Ne? Kann das. Dann habe ich noch hier separate Steckdosen reingemacht, weil ich arbeite hier auch. Mhm. Separate Steckdosen noch, das hier ist mein Ladefach. Habe ich mir in die Schränke machen lassen. Und die Stabbeleuchtung, weil hier ist normalerweise keine Beleuchtung drunter, habe ich auch durch einen Werksbesuch kennengelernt, dass sie im Morello, im Palace, auch diese Empire-Stablampen einbauen, wenn du sie haben willst, für wenig Geld. Ein paar hundert, also 200, 300 Euro. Dafür sind sie direkt drin. Ja, das ist viel besser, weil das Problem ist indirekte Beleuchtung bei Morello und die fehlt. Da, lieber Herr Löhner, so liebe ich deine Autos habe, ja, aber wenn du hinterm Fernseher keine Rückbeleuchtung hast, ja, oder ist die drin bei dir? Nee. Ja, das ist aber was mich stört, weil an der Seite hätte ich gerne ein bisschen okay. Rückbeleuchtung. Mhm. Was hast du reingemacht für Netflix, um zu gucken? Ja, Netflix. Ja, aber ist da ein Stick drauf, oder? Nee, ist schon automatisch drin. Das sind jetzt diese neuen Fernseher. Ja, das habe ich auch. Das ich habe ja hier Karatec drin, ne, diese die WLAN. Ja. Das ist die Antenne und das ist wie zu Hause. Ich habe mal eine Bewerbung gesehen von der Telekom, glaube ich, hieß. Da, wo WLAN ist, bist du zu Hause. Ja. Das fühlt sich hier im Röhle genauso an. Ja. Ich bin einfach, ich komme rein, habe mein Internet fertig. Und das hat natürlich der Fernseher auch. Mhm. Dann meldet sich automatisch an. Ich habe eine Fritzbox. Das heißt, du hast eine Dachantenne drauf, oder? Mhm. Das hat aber Karatec eingebaut. Mhm. Ja, das ist eine tolle Firma, Karatec. Entschuldigung, hat Schmidtmeier eingebaut. Schmidtmeier. Entschuldigung, Herr Schmidtmeier. Herr Schmidtmeier. Ja. So, der Ofen ist kaputt im Moment, der zündet nicht. Der zündet nicht. Die gucken gerade nach, genau, oder? Ja. Kann mal passieren beim neuen Auto. Das ist ein Haus auf Rädern, kann genauso wie beim normalen Haus immer mal was sein. Jetzt hast du das Klo getrennt, zeig mal bitte. Du hast den nicht die Kaffeemaschine mitbestellt, das können wir gleich mal zeigen. Ja, weil das hat nämlich Vorteile, ein paar. Mhm. So, das Klo ist extra, finde ich eigentlich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Weil und die Popodusche da ist eigentlich keine Popodusche, sondern eine Klo-Saubermach-Sache. Ja, dafür benutzt ihr uns auch. Ja, weil das ist perfekt. Also ich würde das nicht missen wollen. Du machst ja auf heißes Wasser komplett. Genau, und dann musst du nicht groß rummachen. So, und dann oben hast du ein Fenster. Das heißt, wenn du dich mal gerade reinsetzt, geh mal auf den Deckel nur. Musst du jetzt nicht Hose ausziehen. Und dann, du hast genug Platz, oder? Genau. So, und du hast deine Ruhe, das heißt, du kannst in Ruhe dein Geschäft machen, deine Frau muss die Dämpfe nicht riechen. Ja, genau. Er lacht. Wobei, wir haben sogar zwei Fenster, ja. Man kann ja nicht komplett querlüften und dann ist die Sache gleich erledigt. Sache von ein paar Sekunden bei dir. Okay, dann hast du einen großen Kleiderschrank. Warte mal, wir gehen mal hin und lassen den Kollegen mal gerade hier rein. Dann können wir mal über dein Bett reden, die Spielwiese. Ich habe mit Robert gesprochen, der sagt, man kann sich das Bett verlängern lassen. Also, dass genau, das dieser Spalt nicht da ist, weil der nervt mich. Das ist, also ich bin ja 1,83 Meter und ich schlafe immer quer jetzt. Wenn du quer schläfst, hast du das Problem, dass das Lattenrost nicht durchgehend ist. So. Das Problem, was ich gerade habe, ist das Knarzen dieses Kopfteils von diesem Lattenrost. Ja. Weil du hast ja hier dieses Frühlingssystem, ja. Aber oben hast du den Lattenrost, weil du das so hochstellen kannst und das knarzt. Ja, stimmt, und auf beiden Seiten. Das wollen sie jetzt auch beheben. Oh, der ist zufrieden, bestimmt mit mir. Ja, das Knarzen habe ich auch, aber das ist eine Kleinigkeit, das machen die hier. Ja. Wichtig ist ja der Service. Also ich sag mal, du fährst hier ins Werk rein, Termine im Moment haben lange Wartezeit, muss man sagen. Also ich glaube, im Moment wird Februar vergeben, aber die arbeiten dran. Es gibt mehr Plätze und so weiter und so fort. Und ich kenne
Also ich persönlich kenne keinen besseren Service als bei, wirklich, du wirst hier empfangen, kriegst deinen Kaffee, die Leute sind nett. Das sind Franken sogar, hast du das gewusst? Habe ich gewusst, ja, aber kann ich voll unterschreiben. Also man fühlt sich gleich hier zu Hause gut aufgehoben. Der Stellplatz ist auch cool, oder? Perfekt, ja, alles perfekt. So, du bist eine Woche hier, kannst du abends immer in deinem Fahrzeug schlafen? Glaube ich nicht. Ich glaube, wenn wir die Keramik machen, muss ich raus. Und deshalb habe ich auch mein Fahrrad dabei und werde dann irgendwo im Hotel schlafen. Okay. Du hast dein Fahrrad dabei? Genau. Hast du einen Fahrer? Fahrrad. Ein Fahrrad. Ich habe mein Fahrrad dabei. Ich gedacht zum Multimillionär. Ja, wir haben verstanden, ein Fahrrad. Und jetzt Fahrrad. Ich habe mein Fahrrad mit. Boah, du bist aber ein ordentlicher Typ. Bei mir habe ich überall Kalkflecken. Du, das liegt an meiner Frau. Die hat nochmal richtig sauber gemacht. Die hat gesagt, du gehst in die Werkstatt. Da müssen wir nochmal richtig vorher sauber machen. Nicht, dass wir hier blamiert sind. Boah, der sieht ja aus wie neu. Ist ja neu. Aber das hier mit den Serviceklappen finde ich gut. Also er macht jetzt, das macht jetzt hier gerade, ich finde, das ist dieser Absatz ist zu groß. Ja. Und das hat ein bisschen den Deckel hoch gemacht. Ja. Weil dann wisst ihr, hast du hier diese Kante und dann ging es wieder runter auf den Deckel. Und ist wenigstens, dass der Deckel oben ist. Achso, ist es eben. Dass es ebener ist. Ne? Ja. Du bist auch ein Erbsenzähler, oder? Kann sein, ja. Nee, das ist aber, sag mal, bei einem Auto für, ich sag mal, 300.000 Euro und mehr, da muss das drin sein, oder? Genau. Gut. Sag ich auch selbst gemacht, notfalls. Ja, aber das muss ja nicht sein. So, das ist bei mir breiter. Das ist der einzige Nachteil, dass es da ein bisschen schmäler ist. Aber ja, reicht, gut, reicht uns. Schlimmere Sachen. Genau. So, da bist du. Das ist aber nicht dein Job, von dem du lebst, der Kanal, oder? Bei YouTube, oder doch? Nee, Gott sei Dank nicht. Ja. Das wäre, glaube ich, nicht genug. Nee, ich bin Lebensmitteltechnologe, Ingenieur und habe jahrelang in der Industrie gearbeitet. Zuletzt in Holland. Habe da auch eine Firma geleitet. 12 Jahre lang und dann habe ich mich danach selbstständig gemacht und habe dann noch ein paar Kunden beraten und die sind jetzt immer noch meine Kunden. Und, du hast tolle Ideen, muss ich sagen, hier bei dem Auto verwirklicht, die ich noch nie gesehen habe. Also einmal die Revisionsklappe für die Tanks finde ich toll, dann finde ich die Rückfahrkamera klasse, die hätte ich mir auch eingebaut. Die ist auch schärfer, wie die drin ist, muss man sagen. Also das ist sie nachts nicht so hell? Also die Rückfahrkamera ist die auch Morello eingebaut hat. Okay, also die wird nicht besser. Die ist nicht scharf. Die ist grenzwertig. Ja, hast du das auch? Naja, gut, ich sag mal, ich kann Sachen erkennen, sagen wir es mal so, da gibt es bessere. Ja, also, genau, habe ich auch schon festgestellt. Aber ist besser wie nichts und ich fahre ja nur mit Rückfahrkamera und Spiegeln. Mhm. Ich brauche niemanden mehr, der mich einweist. Guck vorher, ob Äste im Weg sind, weil die sieht man nicht. Mhm. Muss man wissen, genau. Das sind so Sachen. Aber ich habe ihn noch nicht gesetzt, muss ich sagen. Ja. Das ist ja schlimm. So, die Küche ist genauso groß. Ja. Die würdest du nochmal holen, die Küche? Jederzeit. Hm. Spülmaschine hast du keine geholt? Nee, brauchen wir nicht. Ich brauche aber den Platz für Töpfe und für Vorräte. Ich habe die Vorräte hier unten drin. Ich finde aber so nett, wenn die Eigner sagen, Spülmaschine hast du nicht, sagst, ich habe meine Frau. Das finde ich unglaublich, würde ich nie sagen. Ja. Aber also ich finde, das sind eigentlich die Plätze hier für die Töpfe, für die Töpfe und für die Vorräte. Ja, das ist halt. Ja gut, da ist bei mir die Spülmaschine drin. Aber das Coole ist ja, mein Auto wird ja in Kürze verfügbar und dann kann ich mir einen neuen ordern und der wird dann ein bisschen kürzer. So, das ist deine Kaffeemaschine? Genau, von Tchibo, die kleinste, die schmälste, die es gibt. Okay. Und die habe ich hier ein bisschen festgetackert. Weil das ist ein Vollautomat, gell? Nichts Kapseln? Nee, ich habe eine Bremsung gemacht, da ist die umgefallen. Und seitdem habe ich die hier ein bisschen festgemacht. Festgeklettet. Das Einzige ist halt, der Anknopf ist auf der Seite, sonst kann man die bedienen, wenn die da dran ist. Aha. Weil das ist Wasser von hier. Ja. Und auch hier die Bohnen. Perfekt. Entschuldigung. Ja, ich habe die nicht benutzt, weil wenn man die nicht regelmäßig sauber macht, dann fängt die an zu schimmeln. Genau, muss man machen. Muss man machen. Genau. Und das ist, da ich ja immer dann teilweise wochenlang gar nicht benutze, das Fahrzeug, habe ich es nicht gemacht. Und da unten das Mülltrennsystem, auch mal zeigen, die Leute happy sind. Groß genug? Ja, größer als zu Hause. Mhm. Wir haben daheim 3. Und wir brauchen eigentlich auch nur 2. Hat meine Frau auch 2 zum gelben Sack gemacht, weil wir das gewohnt waren aus Wohnmobil. Aber was ich noch sagen wollte hier zu der Kaffeemaschine, wenn man die nicht kauft, dann hat man erstmal dieses komische Gerüst nicht hier für die Kapseln. Und das finde ich sehr wichtig, dieses Gewürzregal ist breiter. Stimmt. Ja, weil sonst ist das hier nämlich nur so die Hälfte, weil hier anscheinend noch irgendwelche Kabel sind für noch eine Steckdose. Und ja. Ich koche wahnsinnig gerne und habe das Zeugs drauf. Ich glaube, dass du vielen Leuten gerade hilfst, Sachen zu verändern. Das wird Morello freuen, wenn die immer so abseits der Norm. Aber das machen die, oder? Das machen die. Okay. Ja, das ist ja nur, das muss man nicht bestellen, die Kaffeekapsel. Mhm. Ja, auch nicht diese komische, nicht komisch, diese Küche, Luxusküche, die so schräg steht. Ja, ja. Weil dann hast du ja automatisch diese Kapselmaschine dabei. Ja. Und dann muss man das auch wieder rausnehmen. Ich glaube, die habe ich, diese schrägstehende. Also ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube ja.
Man sieht es an dem Wasserhahn, ne? Wenn der so ein Spiralkabel hat. Das, dann ist es die schräg stehende Küche. Das habe ich, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr. Habe ich das? Weiß nicht mehr. Oben, sag mal. Weißt du, was mich nervt? Dass hier der Lüfter so laut ist. Ja, das stimmt. Ja, das ist da, da gibt es einen anderen von The Max Vent und der ist viel leiser und den kannst du auch. Und jedes Mal, wenn es nur einen Ticken regnet, ich meine, dafür ist er ja da, geht er zu. Und das ist. Ja, bis ich kapiert habe, wie der funktioniert, das hat auch eine Weile gedauert. Ja, man muss ihn, aber da ist ja der Fachmann bei der Übergabe, der, glaube ich, zeigt den Leuten das 37 Mal, bis sie es kapiert haben. Ja, weil der zeigt zu viel an der Übergabe und das ist schon unser drittes Wohnmobil, also wir haben auch ein paar Sachen vergessen. Ist so. Ja. Habe ich von meiner Tochter geschenkt bekommen. War nicht das erste Mal, sind wir gleich mit der Tochter und Enkeltochter und losgefahren. Wir haben ein Wohnmobil gemietet auch und sind in Deutschland ein bisschen rumgefahren. Vorname von den beiden? Unsere Tochter ist Annalena, ihr Mann ist Alex und die Enkeltochter ist die Mila. Mila. Das ist ja mal, kann man sich gut merken. Ja. So, das ist dein Lieblingsspielzeug im Moment. Das heißt, du fährst damit auf Kundentermine? Auch, ja. Ich habe auch schon Plätze bei meinen Kunden, wo ich dann fest parken kann. So, Spiegel ganz normal. Dann, was hast du noch alles eingebaut? Lass mal kurz gucken. Gut, die City, du hast Assistenzsysteme hast du drin? Ja. Die finde ich funktionieren, wenn sie funktionieren, ganz gut. Ja. Du hast die Hupe drin. Genau, die Männerhupe. Die hast du ja auch gegönnt. Auch nachträglich, ich habe zwei Sachen nachträglich nochmal eingebaut, die nicht nötig sind. Die Männerhupe ist nicht nötig, aber schön. Mhm. Und dieser Zentralstaubsauger. Du hast sie selber eingebaut, die Hupe? Nee. Auch Morello. Auch Morello. Ja. Nee, ich konnte nochmal ändern. Ich habe also 4 oder 5 oder sogar 6 Änderungen vom Auftrag gemacht bei Morello. Während des Baus, oder? Vor dem Bau. Also es gibt ja diese Frist, ich glaube 2 Wochen oder 3 Wochen sind es, wo du nichts mehr ändern kannst. Also davor, ja, in der Zeit, wo man noch ändern darf. Also das Soundsystem ist nicht so prall, muss man sagen. Das hat Karatec mir geändert. Hat so ein Sony eingebaut, das klingt jetzt richtig voll. Und haben die Hochtöner hochgelegt. Also das macht viel aus, aber das ist egal. Ne? Ja, wir haben vorher ein Carthago gehabt, da war das Soundsystem noch schlechter. Viel schlechter. Und da habe ich noch selber rumgefummelt und habe auch ein Bassbox eingebaut. Da wurde es eigentlich noch schlimmer. Mhm. Und habe gedacht, also dafür reicht es eigentlich. Und wir hören eigentlich wenig Musik, wenn wir fahren. Ist der Schrank hier tief? Sag mal. Weil die, da haben wir jetzt unsere Handtücher drin. Die habe ich ja selbst nicht. Ich würde die weglassen. Also ich würde beim nächsten würde ich die weglassen, weil das nochmal mehr Raum gibt. Weil du machst mit den Schränken eh nichts. Doch. Also ja? Wir haben die, guck mal, also hier ist unser Handtücher dran. Ah, okay. Ja, man kann die benutzen. Das ist mein Technikfach. Ich sage mal, jeder Schrank, den du hast, wird gefüllt. Wenn du nicht hast, kannst du nicht füllen. Das ist der Vorteil. Ich habe dem Robert mal gesagt, hier dem Chef, Robert, plan mir doch mal einen ohne Schränke an der Seite, komplett. Und da hat er gesagt, das willst du nicht machen. Habe ich gemeint, doch, ich will es haben. Und dann hat er gesagt, nee, das willst du nicht. Dann habe ich gesagt, gut, dann will ich es nicht. Ja, weil der, nee, es gibt einen Wiederverkauf, weil die Leute, das hier ist ja jetzt ein Klassiker, den du gewählt hast. Das heißt, den kriegst du immer wieder weg. Ja. Wenn du mal einen anderen haben möchtest oder so. Ja, genau. Wie lange ist der Haltedauer bei dir? 2 Jahre? Nee, die letzten haben wir auch lange gehabt, jetzt in Carthago. Also, weiß nicht, also. Ist das nervig für dich, wenn die Front wechselt und du hast ein altes Auto? Also das Einzige, was ich jetzt wieder wechsle, wenn ich wechseln würde, wäre, wenn es mir zu groß wäre, das Auto. Ja. Das muss ich jetzt mal rausfinden jetzt. Aber bis jetzt ist es noch alles okay. Und wenn es halt eben die Front oder wenn es was Neues gibt, das ist, da bin ich nicht so der Typ für. Also mir gefällt er jetzt so, wie er ist und der kann auch 10 Jahre bei mir bleiben. So, jetzt darfst du mal dein Mobiltelefon rausholen, deinen Kanal mal öffnen, dass wir mal ein bisschen Werbung für dich machen. Denn, du hast ein iPhone. Ja. Ich habe keins mehr, seit Jahren nicht mehr. Habe ich denn meinen Kanal da? Ah, ich habe ausgeschaltet, warte mal. Da ist doch wie zu Hause bei dir drin, hast eben gesagt. Dank Router. Mein Kanal. Der geht weltweit, der Router? Wahrscheinlich. Ich hoffe es. Wir waren ja nicht weltweit unterwegs. Und du machst, wie viele Videos machst du so? Früher mehr, jetzt weniger. Das war, weil ich einfach mehr Zeit für meine Firma brauche gerade. Und ich habe auch ein bisschen den Kanal umgebaut. Früher war es nur noch, war es eigentlich nur Tesla, dieses E-Mobilität. Jetzt habe ich investiert, mobil autark genommen. Als Spruch, also es geht um Investments, wie man sich sowas leisten kann, auch wie dieses Wohnmobil hier. Mobil ist die Mobilität allgemein, wobei es als starker Fokus auf E-Mobilität natürlich. Und autark ist dann eher so dann wieder das Wohnmobil mit den oben, mit dem Solar und auch im festen Einbau in Häusern zum Beispiel mache ich auch Videos, wie mal eben eine Solaranlage. Ich sehe schon, du hast keine Klimaanlage dran. Nee. Ja, schwitzt schon ein bisschen, gell? Nee. Ich sag nur, also ich habe eine Klimaanlage drin, weil ich die Hunde habe und wenn die dann alleine sind, 3 Stück und das war so, aber du sagst, braucht man nicht. Wir lassen unseren Hund nicht alleine groß. Okay. Also Mali ist immer dabei.
Und wenn sie mal da drin ist, dann ist es aber auch nicht warm. Die sind halt zu dritt im Rudel. Wenn die da zusammen, ja, das sind so Windhunde, weißt du, die kannst du auch mal 4-5 Stunden alleine lassen, das macht nichts. Ja, cool. Also schön, dich kennenzulernen. Es gibt so einen Typen, der berät die Leute beim Kauf von Tesla. Hast du den mal gesehen? So ein älterer Mann mit dem Bart. Dieser Dad. Ja, genau. Ja, den habe ich jetzt letztens sogar getroffen. Hast du ihn getroffen? Ja, ist er nett? Ja, der ist ja nett. Wir waren ja auch bei Stegmann, da habe ich auch Videos gemacht. Der ist ein Tesla Bodyshop. Ja. Und da war ja auch, hat er auch einen Termin gehabt. Der sagt auch das, was er denkt, habe ich das Gefühl, oder? Ja, genau. Da ist er nicht abhängig davon. Du hast echt tolle Ideen, muss ich sagen. Also das hier mit der Kaffeemaschine wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Das mit dem Tankreinigungs, habe ich mich immer gewundert, warum Morelo da keine Revisionsklappen macht. Ja, weil sie sagen, wir brauchen es nicht. Aber brauchen sie es nicht, aber ich brauche es. Ja, und das kann ja sein, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche UV-Lampen reinmachen möchtest oder sowas. Ist die schon drin, die Lampe jetzt? Noch nicht. Einen Termin versuche ich zu bekommen beim Herrn Hühnerkopf. Bis jetzt habe ich noch keinen bekommen. Und du kannst sie durch die Revisionsklappe dann einbauen dann, oder wie? Nee, das ist auch von der Außenklappe. Ich bin ein Lebensmitteltechnologe. Ich will wissen, was das Wasser für eine Qualität hat. Ich will einfach da auch rankommen direkt. Mhm. Ne? Ich will auch das sauber machen oder desinfizieren. Mhm. Das ist einfach so von der Industrie her, vom Lebensmittel her, das muss sauber sein. Ich habe jetzt ein Gerät gefilmt, das muss ich mal zeigen, Abenteuer Allrad. Da wird das Wasser durch Strom geleitet beim Einlaufen und wird zu 99,99% aufgeknackt, haben die gesagt. Und die Tanks werden immer sauber. Also die hätten gar keine Keime im Tank. Ja. Es gibt 1000 Technologien, oder, dazu? Ja, also der letzte Carthago, da habe ich auch Silberkisten drin gehabt. War auch nie was drin. Okay. Wie lange hält das, so ein Silberkisten? 2 Jahre. 2 Jahre? Ungefähr. Und das, wie funktioniert das? Das hat Silberionen drin und das stellt dann einen Ausgleich her mit dem Wasser, mit dem Wasserionenaktivität. Und gibt immer so viele Ionen ab, bis der Ausgleich hergestellt ist. Okay. Und wenn das jetzt verkeimt wäre, dann müssten halt eben mehr Ionen aktiv werden, um diese Krankheitserreger zu töten. Und die zerfallen dann in Wasser. Und dann gibt das Silberkissen nach. Also so ein osmotischer Ausgleich ist das. Also ich habe das oft, wenn ich hier zum Beispiel in der Kaffeemaschine das Wasser reinkippe, aus einer Plastikflasche. Ja. Ganz witzig. Das kippt dir nach 3 Tagen um, aus der Plastikflasche. Nehme ich es allerdings aus meinem Umkehr-Osmosefilter, den ich zu Hause habe, passiert gar nichts. Ja, genau. Weil da sind wahrscheinlich keine Nährstoffe mehr drin für die Bakterien, da können die nicht wachsen. Problem beim Umkehrosmosefilter ist halt eben, dass der alles rauszieht. Ja. Und dadurch wird das Wasser auch sehr extrem aggressiv. Ja. Das heißt, es zieht dann auch Ionen aus den Schlauchleitungen raus. Ja. Deshalb, ich würde es nicht immer nehmen. Also vielleicht auch ein bisschen normales Wasser dazugeben. Ionen aus den Schlauchleitungen, das heißt, die werden porös. Nee, ich habe es bei mir, das ist ein Standalone-Gerät, füllst es auf. Und es funktioniert eigentlich wie eine Kaffeemaschine. Du machst 5 Liter rein, dann kommen 2 Liter raus. Genau, wenn du es dann aufbaust, ist okay. Ja, das war so. In der Industrie zum Beispiel haben wir das auch gehabt. Da haben wir sogar einen V2A Edelstahltank kaputt gemacht, weil das Wasser war extrem aggressiv, weil alles draußen war. Ach so, das saugt das dann an, oder? Genau, und da haben wir wieder Salze reingegeben, damit das Wasser weniger aggressiv ist. Krass, dass du alles weißt. Das darf man nicht vergessen. Ja. Ich wollte immer wissen, wie die Lebensmittel zusammengebaut sind. Deshalb habe ich das auch studiert. Das ist einfach, das ist unser tägliches Brot. Ne? Essen, trinken. Und das war einfach meine Neugier. Ich muss aber sagen, du hast so eine ganz kleine, sage ich mal, du ernährst dich gut, sagen wir es mal so. Ja. Und du bist ja Lebensmitteltechniker und so weiter und so fort. Ist das so, kommt das ein bisschen zu kurz, dass du sagst, du müsst eigentlich etwas mehr Eiweiß essen, weniger Kohlenhydrate und so? Auf jeden Fall. Du trinkst auch Bier gerne? Nee. Ich habe heute gestern eins getrunken. Wein? Ja, Wein. Wein. Aber es ist so, ist gar nicht so einfach. Das heißt, viele Menschen haben eine Fettleber, das ist sehr ausgeprägt. Genau. Essen zu wenig Ballaststoffe, zu wenig Salat, Gemüse. Wie ist bei dir? Nee, mach mal. Ballaststoffe, Gemüse, Salat. Immer? Ja, klar. Okay. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 57. 57? Okay. Und gibt es bei dir eine Rente irgendwann? Nein. Nee. Glaube ich nicht. Du wirst arbeiten, bis du umfällst? Nein, auch nicht. Also das hält jung? Das hält jung, ja. Ich investiere, wie gesagt, mein Geld und beziehe daraus aus den Investments auch schon so eine kleine eigene Rente sozusagen. Okay, du hast ein sogenanntes passives Einkommen. Genau. Aber alles durch selbst erarbeitetes Geld. Ich habe nie irgendwie... Bitcoins? Ich habe auch eine ganze Menge Bitcoins auch. Ethereum? Ethereum ja eher weniger. Also wirklich da Bitcoin-Mensch, das tun sie das Spiegel doch. Ich habe gesagt, der Spiegel knattert und das machen sie doch. Ja, nee. ADA? Hast du ADA?
ADA habe ich auch nicht. Nee, ich, hab, ich bin wirklich, wenn dann Bitcoin, ja, weil das ist so dieses Value, diese Wertspeicher praktisch. Ne? Coinbase also. Coinbase ist ja da die Trading-Plattform. Ne? Ja, aber die kann man ja auch kaufen. Ja, ich bin da bei Tesla drin. Ist bei Tesla. Das heißt, ich habe gesehen, 900, über 900 Euro jetzt der Kurs. Genau, also ich habe Tesla schon seit vielen Jahren drin und ich habe die erste Aktie gekauft mit 150 Euro, ja, bevor dem Split. Das heißt, man muss durch 5 teilen. Durch, ja, genau. Also für 30 Euro habe ich die gekauft. Es gab ja früher, also der Startkurs war ja um die 10, 15, ja, 20 Euro. Dann ging die ja auf 50, 60, hielt da relativ lange. Ewig lang, ewig, ewig lang, lang, ewig lang. Und jetzt war ja vor kurzem 45, ist ja eingebrochen, hast du vielleicht gesehen. Mhm. Und jetzt auf einmal auf 900, hast du es gewusst? Nein, natürlich kann man das nicht wissen. Ist das schön? Ja, auf jeden Fall ist es schön, weil wenn du ein Investment tätigst, am besten in Firmen, die du richtig begreifst, die richtig verstehst, weil dann gehst du auch durch eine schwere Zeit durch mit der Firma, wenn der Kurs runtergeht. Aber halten ist ganz wichtig, oder? Wichtig ist das Halten. Ja. Viele machen ja den Fehler, die werden dann nervös. Habe ich auch schon gemacht. Ja. Ich habe auch schon verkauft und hätte halten sollen. HODL. HODL. Ja, HODL ist bei Bitcoin, das sagen ja die Bitcoiner. Die HODLer. Genau. So, komm, jetzt, ja, genau. Komm, wir gehen mal raus. Die Leute haben sich jetzt bestimmt gefragt, über was haben wir in Gottes Namen geredet. So, die Spiegel werden jetzt entknarzt, oder wie? Ja, genau. Die wackeln bei mir auch so ein kleines bisschen, wackeln sie, muss ich sagen. Aber das ist nicht schlimm. Aber da kann man wahrscheinlich was gegen machen, oder? Klar. Ja, ihr macht das gerade, oder? Schleifen, Fächen, nachts. Warte mal, ich zeig das mal gerade, was du da machst. Lass mal sauber machen. So, das da ist die Aufnahme. Die muss ja einiges aushalten, so eine Aufnahme, oder? Ja. Weil die wackeln ja beim Wind und so weiter. Genau. So, und die ist jetzt wo festgemacht? Innen? In den Schwalbenschwanz. In den Schwalbenschwanz. Und von innen nochmal gegengekontert? Genau, vor unten eine Schraube. Okay, cool. So. Er macht das jetzt, hat bei mir übrigens, als ich den Loft hatte, hat es immer so geknarzt und da wird dann gefettet, da wird ein bisschen was abgeschliffen, glaube ich, und dann geht's wieder. Also ich habe jetzt gar nicht gedacht, dass sie das machen. Das war eigentlich so der letzte Punkt, wo ich gesagt habe, ist nicht schlimm, macht erst die anderen Sachen. Ja, aber das ist das, was am meisten nervt, wenn was knarzt, oder? Ja, das knarzt, ja. Ist es bei dir, fängt es an, irgendwas zu klappern bei dir innen oder zu knarzen? Gar nichts. Nur das eigene Geschirr. Eigene Geschirr. So, das ist die Aufnahme, das ist der Spiegel. So, dann vielen Dank fürs Einschalten. Sag mal deinen Namen nochmal. Markus Meienschein. Markus? Meienschein. Wieder Monat so. Mai, aber mit AY. So, und dann du hast auch diesen Kanal von Tesla. Ich guck mal, wenn ich es noch packe, dann werde ich ihn nochmal verlinken. Und das ist ein tolles neues Auto. Wir sind bei Morello. Warte, zum Beweis gehen wir mal ganz kurz hier vorne hin. In Schlüsselfeld. Und das ist übrigens die Annahme. Die wird, glaube ich, jetzt nochmal umgebaut. So, dann gehen wir mal ganz kurz mal raus. Da steht mein Schätzchen, das wird jetzt 2 Wochen hier bleiben. Die werden nochmal die Liste nochmal abarbeiten von Kleinigkeiten, die noch zu machen sind. Die sind aber so lieb, die haben mir jetzt einen Leihwagen organisiert. Und ich fahre jetzt zurück und hole jetzt morgen meinen neuen Sprinter 4x4 ab. 7 Meter lang, 3 Meter hoch, ein Kabel. Oh, dann viel Spaß damit. Die haben ja keine Kastenwagen, sonst hätte ich ihn ja hier gekauft. Okay. Natürlich. Ja. Ja, Gruß noch an Robert. Ja, wenn du das Video siehst, habt ihr alles toll gemacht. Die haben jetzt eben Smart Repair, hast du gewusst? Habe ich auch gewusst, ja. Und ja, der Robert hat mir sogar ein Auto angeboten für diese Woche. Habe ich gesagt, nee, ich habe jetzt mein Fahrrad dabei. Also die sind sehr, sehr großzügig hier, wirklich. Ist so. Und ja, auch der Bereich, so, ich sag mal, ist es Kaffee und Kekse, ist auch ganz gut, oder? Ja, genau. Und da kommt abends mal einer vorbei und bringt was zu essen rein. Und so, du bist echt ein Netter, muss ich sagen. Und du sagst, meine Videos haben dich bewegt, das Auto zu kaufen? Letztendlich die Entscheidung, ja. Ja. Und was war noch in der engeren Auswahl? Wir hatten uns auch Flair uns angeschaut. Karthago auch? Karthago gibt es ja nicht mehr in der größeren Ausführung. Ja. Die das fängt schon bei der Tür an, glaube ich, beim Flair. Genau. Die Tür hier ist natürlich hier, das ist eine Feuerwehrtür. Das Breite, ja. Ja. Concorde angeschaut, Clown Phoenix und so, aber da waren immer noch die schmalen Türen drin und das hat uns einfach nicht so viel gesagt. Haben jetzt die Breiten. Jetzt haben sie auch die Breiten. Aber ja, trotzdem, die haben ein neues Design und haben. Ja, aber es ist ein bisschen so rund und ein bisschen so überschwänglich und so, ja, dass Morello ist halt eben glatter und irgendwie so gerader. Klarer. Klarer gestylt, das gefällt uns besser. Sehr schön. Ich danke dir herzlich. Tschüss. Ciao. Wir sind übrigens im Morello Service Center in Schlüsselfeld. Heute haben wir den 26. Oktober 2021. Tschüss.